Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES 19 Trainerkarriere. Ja, für mich ist es wieder schon ein bisschen länger her, seit ich mich aufgenommen habe, weil es kam jetzt Weihnachten dazwischen und so und jetzt ist für mich schon ein Tag nach Weihnachten, also es ist der 25.12., es ist eigentlich noch Weihnachten, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls habe ich so eineinhalb Wochen die Trainerkarriere jetzt nicht mehr gespielt, ist ja auch egal, ich hoffe, dass es trotzdem wird. Zur Rekapitulation, wir haben in der vorletzten Folge mega gut gespielt. Da haben wir zwei richtige schöne Siege eingefahren, auch in der Europa League. Europa League spielen wir deswegen, weil es mit den Mods nicht hingehauen hat, bevor jetzt jemand wieder fragt. Und ja, dann letzte Folge lief es gegen Dortmund ziemlich gut. Ich glaube, wir haben 2-5 gewonnen. Also es lief relativ gut. Danach hatten wir das Spiel gegen Frankfurt, da habe ich ganz, ganz viel rotiert, ganz, ganz viele eher schwächere Spieler, die sonst nie spielen lassen, und die haben dann leider nur ein 1-1 gegen Frankfurt rausholen können. Nichtsdestotrotz, rechts oben beim i die letzte Folge verlinkt, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt rein in diese Folge. Wir spielen gegen Hannover zu Hause und auch zu Hause gegen Nordsee oder wie, keine Ahnung wie die heißen, auf jeden Fall Europa League Team. Die haben 0 Punkte in der Gruppe. Die sollten wir schlagen, denn wir sind noch nicht sicher weiter in der Europa League. Ja, also da ist noch ein bisschen Zittern angesagt tatsächlich. Ich bin gespannt. Wir packen einfach Mittelstädt rein, weil Ostrzelek jetzt vom letzten Spiel, wo er eingesetzt wurde, ein bisschen K.O. ist. Wir haben auch eine englische Woche. Das wird so crazy, Leute. Das ist alles verrückt. Ja, jedenfalls wird es in der Europa League noch spannend. Da müssten wir bestenfalls alle Spiele jetzt gewinnen. Und alle Spiele auch relativ hoch wahrscheinlich gewinnen. Das wird natürlich aber nicht einfach. Deswegen, naja, heute auf jeden Fall schon mal gut anfangen. Ich lasse jetzt einfach mal Hummels drin, auch wenn er so ein bisschen nach unten den Balken hat. Aber Süle ist viel ausgepowerter. Und ich weiß nicht, sonst haben wir gar keine Spieler, also nicht wirklich. Ich bin gespannt, wie das wird, vor allem, weil wir dann direkt englische Woche und so, also es wird crazy. Wir starten rein, ich will nicht mehr lange rumlabern, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert, das sage ich jedes Mal. Egal, let's go. Jawohl, da ist das 1-0, Lewandowski, ziemlich früh, ich weiß gar nicht, wo Hannover steht, keine Ahnung. Welcher Platz sie sind und wie gut die sind, aber in echt sind sie ja momentan nicht so krass gut und ja, in-game würde ich sie jetzt auch nicht so heftig einschätzen, also ist eine machbare Aufgabe, auch wenn man die natürlich nicht unterschätzen darf. Auf jeden Fall gut, dass wir schon mit 1-0 führen und ja, das ist crazy. Für mich ist übrigens heute der Football Manager online gekommen, die erste Folge. Wer die noch nicht gesehen hat, auch mal rechts um meinem ID Playlist einfach mal verlinkt. Das ist ein echt geiles Projekt, das wird mega cool. Verrückt. Was war das? Alter. LOL. Junge Neuer, was machst du? Also ich meine, als ich gesehen habe, dass er schon ultra weit draußen ist, habe ich ihn auch noch rausgeholt, aber der war ja schon richtig weit draußen. Was ist denn mit dem? Oh, Pfosten, Thiago. Scheiße. Ah. Ja, Neuer, Alter. Krasser Typ. Neuer ist mal wieder da. Elfmeter. Nice. Gelbe Karte für Neuer, der in diesem Spiel ziemlich verrückt ist, der Typ. Der ist ziemlich verrückt, der Typ. Was ist denn mit dem? Alter. Mann, der rennt auch immer von selber so ein Stück raus und dann denke ich, okay, jetzt muss ich ihn ganz rausholen, weil sonst bringt's nichts. In die Mitte. Jawohl, Robben. Da ist die Antwort, 2-1. Ja, bisher, ich bekomme die ganze Zeit Nachrichten. Bisher Hannover wirklich überraschend gut. Also das 1-1 von denen war auch verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil sie tatsächlich auch Chancen hatten, gute Chancen, richtig Gas gegeben haben. Wir hatten auch ein paar Chancen, Pfostengriff für Thiago und noch eine gute Chance von Thiago und was auch immer. Aber sie haben wirklich Gas gegeben und ich habe ja gesagt, die darf man nie unterschätzen. Und das werden sie auch jetzt wieder machen, Gas geben. Finde ich gut, dass wir jetzt auf jeden Fall wieder die Führung erzielt haben. Und Müller schiebt ein. Yes. Aber wenn es nur eingeschoben war. Die erste Halbzeit geht wieder richtig ab. 3-1.
4 Tore schon. Ui, ui, ui. Das ist crazy. Ja, das war wieder gut gemacht und die flache Flanke kam auch ziemlich scharf und gut rein. Und der Schuss von Rom wäre auch ziemlich gut gekommen, wenn der Abwehrspieler nicht abgeblockt hätte. Aber so passt natürlich. Abgeblockt, Müller steht vorm leeren Tor, Torwart dadurch absolut verwirrt. Und er kann einschieben. Zum 3:1. Was geht denn jetzt ab? Komm, vielleicht wird das nochmal eine richtig gute Chance. Wir probieren den nochmal so scharf in die Mitte zu spielen, aber diesmal hat es nicht geklappt. Ja, danke, Schiri. Na klar. Das ist Halbzeit. Halbzeit 3:1. Ich bin gespannt, was in der zweiten Halbzeit noch abgeht. Hannover jetzt nach dem 2:1 nicht mehr so krass gekommen. Wir haben noch eins gemacht. Das ist nochmal ein Dämpfer für die gewesen. Ja, läuft. Ja, das war stark gemacht. Bin schon wieder am Überlegen. Ich weiß nicht, mir fällt das immer dann so schwer, dass ich irgendwie, ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht stellen wir den Schwierigkeitsgrad hoch, aber es ist halt nur Hannover. Und wir haben ja auch, ich meine, wir haben gegen andere Mannschaften auch irgendwie gut gewonnen, gut gespielt. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist halt so eine Sache, ne? Wenn man den Schwierigkeitsgrad hochstellt, ob ich dann wieder verliere. Ich habe ja mit dem Schwierigkeitsgrad, was wir jetzt spielen, auch schon ein paar Mal verloren. Ja, momentan läuft es halt einfach, weil ich wahrscheinlich eingespielter bin, weil ich jetzt öfter PES spiele. Ich weiß es nicht. Das könnt ihr mal entscheiden. Ich lasse euch das jetzt euch mal entscheiden. Ich hoffe, ich blende das jetzt ein. Rechts oben am i die Infokarte, da könnt ihr abstimmen. Schwierigkeitsgrad höher, ja oder nein. Lol, gibt's Elfmeter oder Freistoß? Freistoß nur, ne? Ach, scheiße. Als ob der dafür keine Karte gibt. Weißt du, für manche Sachen gibt er eine Karte, für das nicht. Der hat mich voll getroffen. Alter. Was ist denn das? Boah! Alter! Tolisso, was ist denn mit ihm? Krass, ich dachte nicht, dass er so gut kommt. Ich hab's einfach mal probiert. Alter, wenn der reingehen würde. Tor des Jahres, ohne Spaß. Das wird zu krank einfach. So, das war's. 4:1. Viel mehr ging nicht mehr. Also die haben sich wirklich irgendwie nur noch hinten reingestellt. Haben wahrscheinlich auf Konter gelauert, aber ich hab's einfach zu sicher gespielt. Ja, das sieht man auch im Ballbesitz und an den Pässen, dass ich dann doch eher mal lieber ein Stück zurück, mal wieder auf die Außen, mal wieder nach innen, auf die Außen, auf die Außen, nach innen, ihr wisst, was ich meine, und doch eher nicht irgendwie einfach mal draufgezogen habe, weil wir haben ja schon mit 4:1 geführt und das passt schon alles. Dortmund hat verloren, gab hier aber auch viele Siege zu 4:0, 4:0, 4:0, 3:1 und so, also ja, ich weiß nicht, ob wir den Schwierigkeitsgrad hochstellen sollen. Wie gesagt, die Infocard war ja gerade da. Einfach mal abstimmen, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Gut, jetzt haben wir das Europa League Spiel und ich würde da direkt reinstarten und ja, bis gleich. Ja, zu Hause gegen diese, keine Ahnung, Nordseeland, irgendwas so in die Richtung. ja, ich bin gespannt, wie gesagt, am besten hier auch, die haben noch 0 Punkte, in der Gruppe. Oh. Shit. Robben geht richtig ab. Der wurde gerade irgendwie gelobt, sodass mehr Fans ins Stadion gehen, um seine krassen Moves, Dribblings, um sein Spiel einfach zu sehen, wenn er spielt. Und ja, das hat er auch wieder gut gemacht. Schade. Yes! Endlich! Stark, Mann! Oh, Junge, die Flanken funktionieren wieder. Nein, funktionieren sie eigentlich nicht, aber irgendwie haben wir es doch hinbekommen, die letzten Spiele. Vor allem durch die flachen Flanken. Aber auch die hat jetzt irgendwie geklappt. Das war keine flache, war so eine halbhohe. War schick. Kimmich kann das ja eigentlich. Hat die super in die Mitte geschlagen. Lewandowski mit dem 1:0. Es wird ja auch mal Zeit. Ich glaube, wir sind schon in der 30. oder sowas.
Aber man merkt natürlich, die Gegner Nordsee-Selfse, die geben richtig Gas. Denn wenn sie dieses Spiel hier verlieren, dann sind sie raus aus der Europa League. Wenn sie hier gewinnen und nächstes Spiel auch gewinnen und Gent zweimal verliert, beziehungsweise die spielen ja nächstes Spiel gegen Gent. Also wenn Gent jetzt verlieren würde gegen Rennes und sie jetzt zwei Spiele gewinnen, dann wären sie noch weiter. Deswegen strengen sie sich richtig an. Aber wir geben natürlich auch Gas. Wie ihr hier gerade schon gesehen habt, ein Tor, direkt die nächste gute Chance. Und jetzt auch mal einen guten Eckball. Nee, irgendwie nicht. Also Eckballtore, das ist ja so selten. Pfosten. Lol. Aber Hummels haut nochmal einen raus. Jawohl, da ist er, unser Star, Robin. Ja, ich mag ihn ja tatsächlich in echt richtig, also sehr, ne? Ja, ich kann heute Deutsch. Nein, ich mag den auf jeden Fall, den Arjen Robben. Denn der Typ ist einfach gut, cool, sympathisch, klasse, cooler Typ. Und, ja. Starspieler deswegen, wie gesagt, weil der irgendwie gelobt wurde und in den Medien jetzt als Starspieler präsent ist, weil mehr Leute ins Stadion kommen, nur um ihn zu sehen. Ja, auf jeden Fall hat er sich ein Tor gegönnt. Läuft. Und das in kurzer Zeit jetzt zwei Treffer. Das ist der Wahnsinn. Ja, und viel Pass. Ja, der Typ hat sich so verdient. Ich wollte es gerade noch sagen. Weil er hat gerade zwei, drei krasse Aktionen wieder gehabt. Zwischen dem letzten und dem Tor. Und ich wollte das wirklich noch erwähnen. So, boah, der ist so ein Arbeitstier. Das ist so heftig. Und jetzt kriegt er das Tor und jetzt kann ich es jetzt erwähnen. Das war natürlich witzig, dass irgendwie alle in die Richtung gerannt sind. Nach da. Und dann der Pass kam und kam jetzt natürlich eigentlich komplett frei da stand. Das war ziemlich funny. Ja, das ist die Halbzeit. 3-0. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Also ich dachte, das wird 0-0 zur Halbzeit. Dann habe ich ein 1-0 gemacht. Dachte ich, oh, wenigstens das. Es fällt was. Es fällt ein Tor. Und plötzlich, zack, zack, nochmal vor der Halbzeit 2 reingeböllert. Und beide recht cool und schön gemacht. Läuft. Bumm. 4-0. Das war geil. Ja, es läuft, es läuft, es läuft. Das ist nicht schlecht. Auch wenn ihr mir wahrscheinlich abstimmen werdet, dass ich den Schwierigkeitsgrad umstellen soll. Wenigstens läuft es in dieser Folge noch gut. Das tut der Tordifferenz ganz gut, das tut allgemein allem gut. Außer natürlich den Gegnern, die nach dem 4-0 wahrscheinlich jetzt gar keine Chance mehr haben, irgendwie noch weiterzukommen. Denn der Tordifferenz ist eh schon ruiniert. Und die müssten die eigentlich gegen uns und gegen Gent dann, wie gesagt, aufbauen. Und beides eben gewinnen, um überhaupt weiterzukommen. Und das ist jetzt schon Game Over, glaube ich, für die. Deswegen haben die wahrscheinlich auch keinen Bock mehr und wir können die jetzt richtig abschießen. Das ist cool. Oh, was? Die machen noch ein Tor? Ist ja heftig. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Das gibt's doch jetzt nicht. Wir hätten eigentlich mit 6-0 führen müssen. Die hatten bisher richtig Dusel. Das war natürlich eine Schachreaktion von Boateng. Und dann lupfte er den ganz gechillt drüber. Nice, das war stark gemacht. Aber die hatten richtig viel Dusel bisher. Weil er fällt Lewandowski im Strafraum von denen um. Schiri pfeift nicht. Dann fallen alle meine Spieler über Lewandowski, der am Boden liegt. Und weiß nicht, was da alles passiert ist. Dann, das ist irgendwie ganz, ganz crazy gewesen. Ja, aber es hätte theoretisch schon 6-0 stehen müssen können, was auch immer. War mir jetzt nicht so wichtig, ist ja auch egal. Wir führen ja und gewinnen wahrscheinlich. Aber dass die jetzt noch ein Tor machen, das hätte ich nicht gedacht. Das ist crazy. Ja, Gnabry, auch das war nochmal knapp, also irgendwie ist ganz kritisch jetzt. Jetzt wird's verrückt. Nee, aber gut gemacht. Passt. Hat ihn reingehauen. Sauber.
Stark, 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 stark. Oh. Get fucked, Alter. Was ist denn das? Da konnte ich nicht mehr reagieren. Also ich hätte vielleicht lupfen können, aber das habe ich zu spät geschnallt. Hier, da hat er ihn so blöd angenommen. Ja, lupfen wäre vielleicht gegangen, weil ich habe nur... Er hat zum Glück noch geschossen. Also manchmal ist er so, dass er dann gar nicht mehr schießt, weil ich dann schon so nah dran bin und ich gar nicht mehr reagieren kann. Er hat noch geschossen, das heißt, er hätte auch noch gelupft. Das wäre dann natürlich Game Over. Dann wäre ich natürlich wahrscheinlich über den Torwart drüber und fertig. Naja. Aber an sich war es auch wieder cool gemacht. So ein langer, hoher Pass. Nur gut, das waren zwei Siege. Wie gesagt, abstimmen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ich den höher stellen soll oder nicht. Jetzt haben wir eine PES-Folge aufgenommen. Haken gemacht. Und jetzt nehme ich noch eine Folge WWE auf. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Das wird auch cool. Gut, dann würde ich sagen... Was das von der heutigen Folge? Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.